Herzlich willkommen zu Trenergy TV. Heute sind wir wieder unterwegs in Frankfurt mitten im Sommer und haben hier die Skyline hier auch hier zu sehen. Und wir sitzen hier richtig gemütlich heute am Bootshaus am Main. Und an meiner Seite ist ein Künstler, der ist schon seit 24 Jahren dabei. Sein erster Hit wurde gleich eine Nummer 1 in Italien, Nuk Nana. In den 90er Jahren hat er zahlreiche Hits und unvergessliche Tracks produziert für Künstler wie Taucher, York und DJ Sakin und Friends. Irgendwann, Ende der 90er Jahre, ist er dann in Richtung Ibiza gegangen und da hat er weiterhin super Musik produziert, unter anderem House- und Chillout-Musik. Er hat dann auch in die Pop-Branche irgendwann nach dem Millennium reingekommen, hat Tracks geschrieben für Nelly Furtado und Jennifer Page, hat auch schöne Filmmusik kombiniert. Und 2009 ist er dann in die Karibik gegangen und wohnt seitdem auf Antigua. Und er ist nicht so oft in Deutschland, aber wenn er mal hier ist, besucht er natürlich Familie und Freunde. Und deshalb sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir heute diesen sehr, sehr tollen Künstler bei uns im Interview haben. Herzlich willkommen bei Trenergy TV, Thorsten Stenzel. Hi, alles klar? Thorsten, danke, dass du Zeit genommen hast heute. Du bist natürlich, hast viele Termine auch jetzt in Deutschland. Aber es ist jetzt ein Tag nach der WM. Der vierte Stern für Deutschland, für die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn man zurückschaut, vor 24 Jahren, da warst du noch ein junger Bub und da hast du gerade mit Musik begonnen. Was für Unterschiede sind da von damals und heute? Wie hast du das damals gesehen und wie hast du das gestern alles miterlebt? Der Sieg gegen Argentinien, beides mal. Also zunächst mal, wenn wir die Uhr 20 Jahre zurückstellen, das war, wie gesagt, ich war ein junger Bub. Ich hatte gerade mal 3-4 Jahre Produktionserfahrung und habe nebenher auch noch studiert. Und ich habe die WM damals auch schon sehr intensiv miterlebt und habe mich wahnsinnig gefreut, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Und auch damit ein verbundener Nationalstolz, den ich habe wieder so ein bisschen aufkommen gesehen. Das hat mich sehr happy gemacht, dass die Deutschen sich auch mal trauen, eine deutsche Fahne zu schwenken. Und das war ja durchaus nicht so in meiner ganzen Kindheit, muss man ja ganz klar sagen, durch unsere dunkle Geschichte in Anführungszeichen. Wie ich das jetzt erlebt habe, ist ein bisschen anders. Also ich habe das damals natürlich gefeiert, die Sau rausgelassen und Autokorsos, bis die Hupe kaputt gegangen ist. Heute habe ich das mit meiner Tochter erlebt. Ich habe ja zwei Töchterchen, eine kleine Tochter und eine größere. Die größere ist 12. Und da sind wir zusammen im Autokorso gefahren mit Nachwuchs. Und die kennt das dann wirklich überhaupt nicht, weil die kennt Deutschland nur aus 2-3 Besuchen. Und das war natürlich für sie unglaublich, das hier zu erleben, wenn man normalerweise nur die Antigua und die Karibik kennt. Und dann mitten in Deutschland im Geschehen Weltmeister fahren. Also ich fand das irre. Und mir hat das auch viel Spaß gemacht, ihr das zu zeigen als ihr Vater. Thorsten, die Amerikaner werden immer wissen, wo die waren bei 9/11. Die Amerikaner werden immer wissen, wo die waren, als O.J. Simpson die Bronco Chase gemacht hat. Das war 1994. Und die Deutschen werden immer wissen, wo die waren am 8. Juli 2014, der grandiose Sieg gegen Brasilien, 7-1. Wo hast du dieses fantastische Spiel gesehen? Das habe ich mit meiner Mutter zusammen gesehen. Mein Vater ist ja vor 4 Jahren verstorben. Und da waren wir also fassungslos im Wohnzimmer und es gingen Schreie durch das ganze Haus. Mein Bruder wohnt ja im oberen Stockwerk und meine Schwester wohnt in dem Haus nebenan. Also ist quasi die ganze Stenzel-Sippschaft war da versammelt und es war richtig klasse. Unglaublich, wie gesagt, unglaublich. Also wir konnten es alle nicht glauben, was da passiert. Ja, dazu die WM. Jetzt gehen wir weiter zu dir und deiner Musik. Wenn du jetzt hier sitzt, Thorsten, das ist zwar nicht Antigua oder Ibiza, aber wenn wir jetzt weg wären und du hättest jetzt ein paar Stunden hier einfach zu sitzen und das alles hier zu genießen, wärst du in der Lage, jetzt auch hier einfach im Sitzen Inspirationen für neue Lieder und Tracks zu bekommen? Ja, mit Sicherheit. Also ich denke mal, dass für jeden Künstler ist es einfach unheimlich wichtig, zu reisen, Eindrücke zu sammeln und
einfach neue Energien, nenne ich das mal, aufzunehmen. Menschen, die einem begegnen, Licht. Hier riecht alles ganz anders und das beeinflusst alles die Kreativität und das hat auf jeden Fall einen starken Einfluss auf mich und der Ort, an dem ich bin. Und ich könnte mit Sicherheit hier sofort kreativ werden. Ich habe eigentlich sowieso das Glück, dass ich irgendwie nie, ich habe mich nie leer gefühlt, als hätte ich keine Ideen mehr oder sowas. Es ist immer gesprudelt und Gott sei Dank ist es auch immer noch so. Thorsten, seit 15 Jahren lebst du nicht mehr in Deutschland. Wenn immer du mal wieder zurückkommst, was freust du dich am meisten, wenn du hier in Deutschland bist, außer natürlich Familie und Freunde zu sehen? Ich freue mich eigentlich immer sehr über das deutsche Essen, weil ich glaube einfach, dass die beste Wurst in Deutschland gemacht wird. Ja, wie ist denn das? Das ist in Antigua. Kriegst du da mal was Deutsches oder nix, oder? Nein, also wir leben da mehr oder weniger von amerikanischen Produkten und von den lokal angebauten Sachen, aber so das gute deutsche Essen, davon kann man nur träumen in Antigua. Thorsten, mit 5 Jahren hast du Klavierunterricht gehabt, du hast auch Kirchenorgel gespielt. Wie kam es dazu, dass in deiner Kindheit, dass du so deine ersten Schritte in Musik gemacht hast? Es kam daher, dass mein Vater hat mich irgendwann mal gefragt, Thorsten, willst du Klavier lernen? Und ich habe einfach mal ja gesagt. Dann hat er mir dieses alte Klavier aus dem Pfarrhaus besorgt und hat es nochmal schwarz angestrichen. Ja, und dann hatte ich auch schon Klavierstunden und dann ging es los. Und nach 3-4 Mal hatte ich dann keine Lust mehr und habe gesagt, Papa, ich mag nicht Klavierspielen lernen. Und dann hat er sich über ein Jahr verteilt, da er auch ein bisschen Klavier spielen konnte, mein Großvater schon die Kirchenorgel gespielt hat, also es liegt da so auch in der Familie, hat er sich neben mich gesetzt und hat wirklich geschaut, dass ich meine Fingerübung mache und einfach in seiner guten alten Studiendirektorart sich daneben gesetzt. Hat mir ein bisschen Druck gemacht, aber auch nur so viel, dass es nötig war, weiterzumachen für mich. Und ja, dann ging das los und dann irgendwann, wenn man mal ein bisschen was kann auf dem Klavier, dann fängt es ja auch an Spaß zu machen. Nur der Anfang ist so mühsam, wenn alles so schrecklich klingt. Thorsten, aber wie bist du dann in die Musikszene reingekommen, wenn ich jetzt richtig recherchiert hast? 1990, da warst du so um die 19, ja. Da kam die erste Platte raus, Recall for Contrast. Und ich habe mir das nochmal im Internet angehört. Sorry, ich kannte die Platte nicht, aber natürlich, wenn man die Platte gehört hat, das klang sehr nach 1990. Ich habe gelesen, du hattest keinen Credit. Du hattest nur Mix bei Thorsten Stenzel, obwohl du es eigentlich produziert hast. Was ging da ab damals mit dieser Platte? Ja, das war so eine Sache. Also ich wollte irgendwie einen Synthesizer kaufen und hatte eine Anzeige geschaltet, weil ich mich schon sehr bald für elektronische Musik interessiert hatte. Ganz besonders inspiriert durch Kraftwerk. Und auch zum Teil Pink Floyd, also die nicht ganz abgespaceden Sachen. Und deswegen kam ich so ein bisschen mehr, ich wollte dann irgendwas haben, was eben diese Klänge fabrizieren kann. Und auf dem Klavier ging das halt einfach nicht. Und deswegen habe ich immer mehr Synthesizer gekauft, Equipment. Und eines Tages rief ich dann wo an und jemand hat ein Gerät verkauft. Und wir haben uns verabredet und dann kamen wir ins Gespräch. Und er sagte, ja, ich habe dann ein Studio in Wiesbaden. Und ja, es war ein Producer und dann bin ich auch schon ins Studio. Das ging dann über Wochen hin und her. Und dann haben wir angefangen, diese Nummer zu machen. Ich hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste nicht, was die GEMA ist, was Credits sind, was Songwriting eigentlich ist und was ich da eigentlich mache. Und dann habe ich diese Nummer programmiert. Und erst der nette Herr ist damit zur Plattenfirma gelaufen und hat einen Deal besorgt. Und dann kam das Ding auch schon raus. Wie gesagt, ich wusste nicht, um was es geht. Später stand drunter Mixed bei Thorsten Stenzel. Das fand ich natürlich jetzt im Nachhinein sehr armselig, weil ich doch erheblich dazu beigetragen hatte, zu dem ganzen Teil. Aber wie gesagt, aller Anfang ist schwer und man lernt daraus. Und das war immerhin die Keimzelle von dem Ganzen, was dann gefolgt ist danach. Ich glaube, das ist auch nicht immer leicht, wenn man jung und unerfahren ist und noch die Zähne rausgehen. Wenn ich jetzt richtig erinnere, hatte ich auch mal gelesen, dass es auch Kai Trassett passiert ist. Ganz am Anfang hat er auch Sachen produziert, Remixe gemacht, aber entweder war sein Name nicht drauf oder auch nur vielleicht so Mix bei Kai Trassett oder Kai McDonald. Ja, das hat er mir auch erzählt. Also ich glaube, wir haben da alle irgendwie ähnliche Geschichten, wie es angefangen hat. Und das Schöne an der Sache ist doch aber, dass
wenn man sich davon nicht ins Boxhorn jagen lässt, dass es doch alle irgendwo geschafft haben. Das gehört dazu. Man muss als Musikproduzent, Songwriter, DJ, Sänger, was auch immer, was mit Musik zu tun hat, man muss einfach ein Stehaufmännchen sein und man kriegt halt doch immer wieder einen Schlag in die Magengrube und dann muss man sich wie der Schweinsteiger zusammennähen lassen und aufsteigen und dann weiterspielen. Thorsten, du warst natürlich direkt vom Anfang an, als dieses Sound of Franklin begonnen hat. Was für Leute haben dich inspiriert damals so ein bisschen, als du noch sehr jung warst und angefangen hast? Waren da Leute, die da gerade auch ihre Anfänge gemacht haben oder sagen wir mal bekannt geworden waren, also Snap oder keine Ahnung, Fade, IQ-Sachen? Waren das so Sachen, Jammer mal, Leute, die dich vielleicht so ein bisschen inspiriert haben? Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall die gesamte Frankfurter Szene und auch meine ersten Besuche im Omen, als Sven Fehd noch Elektrika Salsa gesungen hat und heute undenkbar, dass der obercoolste DJ aus Deutschland auch mal mit kommerzieller Musik angefangen hat. Da bin ich auch im Omen rumgestürzt und da weiß ich noch genau, da lief eine Nummer, Be My Dream von Sven Fehd. Und war das off? War das off? Das war off, genau, Entschuldigung. Das war off, Be My Dream. Dazu kam immer schön der Nebel, der Strobo und dann kam so eine 16. Bassline mit so einer geraden Bass, mit so einer geraden Kick. Und da bin ich echt weggeflogen, als ich das erste Mal gehört habe. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, Thorsten Fenslau, natürlich ein riesen Einfluss gewesen und durfte ihn ja auch kennenlernen. Ganz klar auch Snap, wobei das uns von Anfang an damals in der Situation schon zu kommerziell war. Und dann natürlich IQ, das überhaupt riesigste Trance-Label für mich in den Anfang der 90er Jahren. Also da hatte Frankfurt schon enormsten Einfluss auf die gesamte Musikszene. Und ich war also froh, in dieser Zeit hier zu sein, als er so richtig aufgeblüht ist und da so eine ganz frische Energie drin war. Ja, viele, die wir geinterviewt haben, also von den alten Hasen, sagen immer wieder, die waren einfach da am richtigen Zeitpunkt, wo das alles begonnen hat und sind natürlich sehr glücklich darüber. Jamal Ma hat das gesagt und viele andere auch. Absolut, würde ich auch so sagen. Wie gesagt, es war was Neues und wir haben das auch gar nicht Trance genannt. Es war aber Trance. Also zumindest sehr viele Sachen waren sehr transig. Es war einfach die Clubmusik, die damals in den meisten Clubs hier gespielt worden ist. Und das haben wir erstmal nicht kategorisiert in der Form. Und wie gesagt, ein Wahnsinns-Movement. Und ich bin sehr froh heute noch, dass ich da ein Teil von war. Du hast noch mal einmal zurück zu deiner ersten Platte, Recall 4, Contrast. Hilf mir noch mal bitte. Ich habe den Track ein paar Mal gehört. Und irgendwie, das war so zwischen der Fenslau-Prince-Mix und Immer wenn er Pillen nahm. Also für mich klang das so, als ob das so ein bisschen zusammengeschnittene Samples waren. War das die Idee für diesen Track? Und das war ja nicht so eindeutig wie Immer wenn er Pillen nahm, wo man wirklich ganz krass ausgehört hat, wie das zusammengesampelt war. Es war schon anders, dieser Track. War das so ein bisschen hinter im Gedächtnis, dass du das so machen wolltest, so wie ein, so vielleicht inspiriert von den Prince-Mix von Fenslau, oder? Nicht direkt von dem Mix inspiriert, aber da waren ja zum Beispiel Kraftwerk-Samples drin. Hattest du eben schon gesagt. Ja, die Boing-Boing-Chuck-Samples. Und das war natürlich schon so ein bisschen bewusst, dass wir da ein bisschen gesampelt hatten. Und auch alles ohne Erlaubnis, kann man ja heute sagen. Aber nee, von dem Prinzberg speziell nicht beeinflusst, muss ich sagen. Also das war eher Kraftwerk und 16. Baseline. Und dann eigentlich auch damals so die Sounds, die wir zur Verfügung hatten, die waren natürlich auch alle ein bisschen ähnlich, weil es gab halt nur eine begrenzte Anzahl von Synthesizern, die wir alle irgendwo im Studio hatten. Deswegen hat man dann auch immer wieder den einen oder anderen Sound gehört. Ja. Warst Anfang 20, hast schon ein erstes Label gegründet, Crash Records. Was war so dein Wake-up zu dem A&R-Business? Was war so deine erste Erfahrung, wo du wirklich gemerkt hast, okay, jetzt bin ich angekommen in der Musikszene. Ist vielleicht nicht so leicht, wie man es vielleicht denken könnte oder so. Es war auf jeden Fall immer anstrengend und es war immer mit viel Arbeit verbunden, das Ganze. Aber ich glaube, der Hauptgrund war eigentlich, dass ich keine Demos verschicken wollte und mir nicht dieses Programm geben wollte, anderen A&Rs hinterher zu rennen.
um mich da anzubieten. Und deswegen glaube ich, das war die Hauptmotivation, dass ich gesagt habe, ich muss was Eigenes machen. Ich meine, es gab ja auch schon eine Zusammenarbeit mit Superstition Records damals und Oliver Lieb mit Paragliders. Das war ja auch 93. Da hatte ich aber auch das Label schon und die Erfolge, dass gleich der erste Release in Holland und Italien auf 1 gegangen ist, hat uns natürlich dann Rückenwind gegeben, dass wir gesagt haben, okay, das ist das Richtige, wir müssen was Eigenes machen. Und ja, dann ging das so richtig los. Ja, Nook, Nana, du hast eben manchmal die erste Nummer 1 in Italien. Das ist ein bisschen verloren gegangen in Deutschland. Bitte hilf mir, wenn ich falsch bin. Wie wichtig war dieser Track so für deine, für die Anfänge in deine Musikkarriere? Na, ich würde den schon mal als auf jeden Fall einen Schlüsseltrack bezeichnen, obwohl, wie gesagt, das waren die frühen Rave-Jahre. Das hat ja auch wirklich nicht wirklich in Deutschland großartig funktioniert, aber dafür im Ausland sehr gut. Und es war von daher meine Eintrittskarte zu Flying Records und verschiedenen anderen internationalen Labels, die einfach anschließend, hören wir uns noch, warten wir mal, bis die vorbei sind. Okay, Feuer kann gelöscht werden. Das war so das, schon der Treibsatz der Rakete, könnte man das bezeichnen, dass das nach vorne geht, weil dadurch war mir klar, dass man da was erreichen kann mit der Musik. Und wir haben ja dann auch getourt durch Italien und Holland und Belgien als Nuke und haben da unheimlich viel gespielt, sehr viele Gigs und haben mit irgendwelchen Boybands Auftritte gemacht in Hilversum mit Everybody, gab's noch eine Everybody in the House of Love, wie hieß nochmal die Band? Eine Boyband. East 17, genau. Mit East 17 habe ich mich fast noch geprügelt, weil der Sänger mich angerempelt hat absichtlich und ich dann zurückgerempelt habe und das Ganze wurde dann noch von den Managern auseinander dividiert. Das war auf jeden Fall eine super Erfahrung und diese ganzen Gigs und was dann alles passiert ist und unglaubliche Geschichten. Und ja, würde ich schon sagen, Schlüsselelement, fürchterlicher Track, wenn ich ihn heute höre, aber es hat seinen Zweck gehabt. So, Thorsten, jetzt kommen wir zu DJ Taucher. Oh, ja. Ralf Beck, den kennst du natürlich sehr gut. 93 habt ihr euch, oder 92, 93 habt ihr euch dann irgendwann kennengelernt. Wie war das und wie wichtig war seine Persönlichkeit für den Erfolg von das Projekt DJ Taucher? Also Taucher wiederum haben wir ja kennengelernt durch DJ Q, Sia Juini, mit dem ich zusammen Nuke produziert habe. Er hat uns vorgestellt und gesagt, da gibt es also einen irre Typen, den musst du mal sehen, der zieht sich einen Taucheranzug an und watschelt wie der Schwan hinter uns durch Clubs. Das Ganze fand ich dann extrem interessant und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und zwar in der Music Hall. Und da lief dann auch wirklich genau der Sound, den ich sowieso mochte. Renegade Legend und diese ganzen Fnack-Sachen und so alles an Trance, was ich heute noch legendär finde, was kein Mensch mehr kennt heute. Und ja, dann wollte ich auf jeden Fall mit ihm zusammenarbeiten und ich würde mal sagen, ich kenne ihn mindestens so gut wie meinen eigenen Bruder. Thorsten, frage ich oft die Produzenten. Oft hat man den Soundtüffler, den Produzenten und dann hat man den DJ. Bei Jamal Maher, Mark Spoon, das hat ja auch sehr gut funktioniert. Wie war das genau bei euch? Ich meine, warst du wirklich 100% der Produzent oder was hat Taucher noch im Studio gegeben? Also wie war diese Zusammenarbeit zwischen Thorsten Stenzel und Ralf Beck alias DJ Taucher? Also ich würde mal sagen, es war natürlich eine Zusammenarbeit. Es ist nicht so gewesen, dass Ralf im Studio gesessen hat und hätte nichts gesagt oder wäre gar nicht anwesend gewesen. So à la Thorsten, der Ghost Producer. So war das nicht. Also wir waren zusammen immer im Studio und wir haben natürlich, ich würde mal sagen, sein wichtigster Part war einfach der Einfluss, was Melodien betrifft und auch im richtigen Moment mich zu bestätigen, wenn ich was gespielt habe. Weil ich habe natürlich alles eingespielt und alles produziert und streng genommen habe ich die Titel alle gemacht. Aber das war für mich nicht so, weil
wenn jemand schreit, wenn du eine Melodie spielst, oh mein Gott, das ist ja... Und er ist ja dann wirklich, also wir waren dann auch weg, wir waren dann wirklich im Club, als wir das produziert haben und in Gedanken und gar nicht mehr in dem Raum. Deswegen zog sich das auch zum Teil über 12, 14 Stunden lang hin. Und über Tage manchmal einfach nur im Studio sitzen. Er hat also im richtigen Moment immer Input geliefert und auch oft Samples gebracht. Er hat mir auch oft Sachen vorgespielt, die er dann, irgendwelche Importplatten, die er mitgebracht hat und die wir uns angehört haben, und wir gesagt haben, boah, das sind ja irre Dinger. Oder dann bin ich auch sehr viel bei Gigs mitgefahren. Wir waren in Frankreich zusammen und hat aufgelegt mit Laurent Garnier und diversen anderen Franzosen damals. Und dann konnte ich die wiederum hören. Also es war schon eine starke Beeinflussung von ihm, definitiv. Oder auch mal ein Break und dann zu sagen, ich habe dann gesagt, Ralf, wir müssen mal die Bassdrum bringen, das ist jetzt 3 Minuten her. Und er so, nein, ist egal. Und jetzt kommt ein Snare-Wirbel und der ist irgendwie 1 Minute lang. Und ich habe zu ihm gesagt, das kannst du nicht machen. Die Leute rennen weg, wenn du das auflegst. Und sagt, nein, das können wir machen. Und das war dann so ein Stilelement auf einmal, dass die Leute natürlich, nachdem dann die Kick eingesetzt hat, den Laden auseinandergeschraubt haben. Und ich durfte das dann sehen, zum Beispiel bei Sosa, The Wave, der Remix, der hat also unglaublich gut im Club funktioniert. Und da habe ich mich einfach auf ihn verlassen als DJ, der draußen ist und spielt. Und er hat mir gesagt, du kannst mir vertrauen, das wird wahnsinnig gut ankommen und die Leute werden durchdrehen. Und das war dann auch so. So ist es. Zu die Platte kommen wir nachher nochmal. Die ersten Sachen von euch, also Untertaucher, Infinity und auch Fantasy, das waren wirklich sehr schöne melodische Tracks, waren aber jetzt nicht sehr hoch in den Charts gewesen, aber ich fand, die waren wirklich super produziert, jetzt nicht so kitschig, so cheesy wie so viele Sachen in den 90er Jahren. Hat es dich dann am Ende doch ein bisschen traurig gemacht, dass gerade diese Tracks nicht ein bisschen höher in den Charts waren? Hättest du da vielleicht was geändert, dann wären die vielleicht höher in die Charts gekommen, einfach weil die nicht so richtig kitschig waren. Ja, ich hasse ja Kitsch und ich habe auch immer versucht, alles nicht unkitschig zu machen und immer versucht, so ein bisschen den Stil und die Qualität zu wahren bei den Sachen. Und ja, Ralf hasst Kitsch auch und hat das auch immer gehasst. Und wenn es dann zu LSDJ-mäßig geklungen hat oder sonst irgendwas, was damals erfolgreich war, oder Venga Boys, da gab es ja schon ganz fürchterliche Dance-Music, auch in den 90ern, die grauenvoll waren, da wollten wir uns schon distanzieren von. Und da war uns auch egal, ob das nachher nur auf 50 in den Charts geht. Aber dafür war das unsere Nummer und wir konnten unseren Namen draufschreiben. Da war also der finanzielle Aspekt und wie erfolgreich was ist, das war uns in dem Moment nicht so wichtig. Wir wollten unser Ding machen. Ihr hattet auch noch andere Projekte, Red Light District und Diver und Ace, was ich schon immer wissen wollte. Was stand Ace für? Ich denke mal, Diver war der Taucher und du warst der Ace, oder? Und warum Ace? Ich habe mich irgendwann mal so genannt, nachdem auch lustigerweise der Taucher Ralf zu mir gesagt hat, Mensch, im Studio bist du echt ein Ass. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann nennst du das mit Namen, ich war nie besonders kreativ, haben wir das dann einfach Ace genannt, um Diver und Ace, um einfach ein zweites Pseudonym zu haben, mit dem wir Titel machen konnten. Du warst sehr beschäftigt in den 90er Jahren, so wie auch Jamal Marr. Du hattest viele Projekte, auch Jamal Marr. Wie hast du das alles unterm Hut bekommen? Ich meine, du hast so viele Projekte produziert, du hast Remixe gemacht. Hast du im Studio gelebt oder wie war das damals? Also wir haben ja von 98 bis Ende 99, 54 Remixe gemacht und sind dann auch immerhin auf den zweiten Platz Remixe des Jahres gekommen. Damals von der Raveline noch. Ja, das war natürlich eine irre Menge an Produktionen und ja, ich habe mehr oder weniger tatsächlich im Studio gelebt. Also ich bin morgens früh hingefahren und spät nachts jeden Tag nach Hause gekommen. Es gab auch keine Sonntage und nichts und jegliche Beziehung war da auch extrem schwer, weil ich wollte auch einfach nur Musik machen und mich musste man auch nicht zwingen, ins Studio zu gehen, das muss man heute auch nicht, über 20 Jahre später. Das war einfach so der Druck und er musste raus und das musste produziert werden und wir haben natürlich alles angenommen, was uns gefallen hat und wir haben auch viele gute Angebote bekommen. Das war halt eben das Problem, in Anführungszeichen, dass wenn so viele geile Tracks kommen und dann, ja, willst du nicht Faceless remixen? Ja klar. Oder willst du nicht dieses und jenes? Und natürlich
Culture Beat und die ganzen Sachen, die dann kamen, die wir geremixed hatten, das waren ja alles Projekte, die wir schon seit Ewigkeiten kannten. Und deswegen haben wir natürlich da immer gesagt, ja klar, machen wir. Thorsten, ich weiß nicht, wie oft du das jetzt noch verfolgst, genau wer deine Stücke spielt, aber ich habe mal im Internet gesehen, Scott Bond, ein englischer DJ, hat 2011 Miracle gespielt von Taucher, was ja schon ein Track aus der 90er Jahre ist. Fühlst du dich dann als Produzent bestätigt, wenn du sowas lesen kannst oder hörst? Also, ist natürlich geil, klar. Finde ich cool. Also du wusstest das noch nicht? Nee. Jetzt weißt du es. Ich kenne aber Scott Bond, deswegen geile Sache. Cool, finde ich gut. Ich meine, also wenn einer jetzt vor ein paar Jahren noch so einen alten Track spielt, und ich glaube, das war gar nicht mal ein Classic-Set, der spielt mehr so schon aktuelle Sachen. Also ich meine, ich war auch ein bisschen geflasht, als ich das gelesen habe, dass er so einen alten Track spielt, aber... Das hat damals auch noch Musti geremixed und der hat so einen saugeilen House-Mix abgeliefert, so einen minimalistischen Ami-House-Mix. Also fand ich auch eine coole Nummer. Die war zwar poppiger, aber auch wiederum nicht peinlich. Und freut mich, dass das so einen alten Track, den er da rausgegraben hat und den spielt heute noch, so viele Jahre später. Klar fühlt man sich da ein bisschen bestätigt. Thorsten, jetzt kommen wir zu The Wave, Sosa. Es gibt Classic-Tracks und dann gibt es mega, mega, mega Classic-Tracks. Und das ist für mich eine der besten Sachen, die du gemacht hast. Stimmt das, dass der Talla so ein bisschen auch verantwortlich war, dass es zu diesem Remix gekommen ist? Der hat mal irgendwann mal was erzählt in seiner Radiosendung, schon sehr lange her, dass er irgendwie auf diese Nummer gekommen ist und hat dann Taucher gesagt, ey, das müsst ihr mal remixen. Ja, das war der Talla, ganz klar. Das stimmt. Also Talla hat uns vorgespielt und wir haben sofort das Potenzial erkannt irgendwie, was das für eine fette Nummer sein kann, aber uns hat die Produktion nicht 100% zugesagt. Und deswegen brauchten wir da auch nicht lange überlegen. Wie Talla uns gefragt hat, haben wir sofort gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir diesen Taucher-Remix davon gemacht, der dann auch richtig schön geknallt hat. Wo würdest du das rangieren? So in den 90er Jahren, was du produziert hast, ist das schon ganz oben so? Weil das ist wirklich eine knaller Nummer. Also im Clubbereich würde ich auf jeden Fall das mal als einer meiner auch Favorites. Weil ich glaube, die kann man auch heute noch spielen und die Leute würden da immer noch tanzen und fänden. Das ist irgendwie auch so ein bisschen zeitlos. Dieselben Sounds hört man heute wieder. Also von daher, ich würde das mal oben ansiedeln. 1998 kam York raus. Das war das erste Projekt, was Gitarrenelemente hatte. Wie ist diese ganze Sache mit deinem Bruder Jörg zustande gekommen? York kam wiederum durch Taucher zustande, weil wir auf dem Return to Atlantis Album die Gitarre das erste Mal eingesetzt haben. Mein Bruder ins Studio kam und ich zu ihm gesagt habe, spiel doch mal was da drauf. Und da haben wir die also ganz schüchtern, noch ohne dass es York gab, eingesetzt. Und danach habe ich einfach gedacht, wir müssen einfach mal richtig schönen Trends produzieren und da Gitarren einsetzen. Und dann haben wir das erste Mal im Studio gesessen und dann kam auch schon direkt Awakening als die erste Nummer raus und die hat dann Talla unter Vertrag genommen, rausgebracht. Ich hatte allerdings vorher, gab es eine ganz limitierte Pressing auf Planet Love Records, was es ja heute auch wieder gibt. Ja. Das hat Talla gehört und fand es riesig und hat das sofort lizenziert. Und Awakening ist dann ein Jahr später die meistverkaufteste englische Maxi gewesen, die nicht in die Top 10 eingestiegen ist. Also nicht in die oberhalb der 10. Sie ist also auf 11 gelandet in den UK-Charts und hat aber irrsinnig viel verkauft, also über 200.000 CDs. Und ich habe das mal irgendwo bei BBC gelesen, dass also da ist das wirklich aufgeführt, dass diese Nummer nicht in der Top 10 gelangt ist, aber beim Verkaufsniveau von 200.000, was ja heute schon Doppelgold wäre oder Platin oder sowas, war das natürlich für uns Wahnsinn. Also wir konnten es nicht fassen, was das für ein Erfolg war. Ja, ich muss dir noch eine lustige Geschichte zu Awakening erzählen. Es hat auch mit Jamal Martin, den du ja morgen siehst. In den 90er Jahren habe ich ja noch in den USA gewohnt, aber ich bin immer mal wieder hierher gekommen. Und sobald ich hier war, bin ich sofort zu World of Music gegangen und habe die neuesten Sachen gekauft. Und da habe ich natürlich Sachen angehört und York war ja noch, das war der erste Track. Und da habe ich gesagt, okay, es kann sein, damals schon hatte ich irgendwie
immer gesehen, wer hat das produziert. Und wenn ich Stenzel gesehen habe, dann wusste ich schon, dass das muss gut sein. Das habe ich gehört, war geflasht. Dann habe ich Jam mal im Studio besucht und habe gesagt, Jam, hier habe ich die geilste Nummer gerade eben gehört. Er so, okay, ich leg mal rein. Da hat er dieses Awakening in sein Studio gespielt, volle Kanne. Und der war auch total geflasht. Wie hast du diese Melodie? Das ist so genial. Und das war noch vor Ibiza, Sonne, Meer und Strand. Du bist ja erst danach, glaube ich, hingezogen. Wie bist du auf diese geniale Melodie gekommen? Also die kann man immer wieder hören. Also wirklich ein wunderschönes Stück von Musik, wie Paul von Dyk so gerne immer sagt. Tja, das war irgendwie auch Magie in dem Moment, muss ich sagen. Das war ganz interessant. Ich war ja schon auf Ibiza gewesen. Und zwar als Besucher. Zwar erinnere ich mich noch genau, ich war mit Ramon Senker im Amnesia. Frag mal. Genau. Und er hatte aber damals Calvin Rotain. I believe. Die produziert und sind da aufgetreten und wir haben. Und Taucher hat aufgelegt und ich war dabei und fand einfach diese ganze Ibiza-Atmosphäre total geil. Hab aber eher so diese balearische Seite in mich aufgenommen. Das war 1996 oder 97 und bin da einfach am Strand gesessen und fand das total geil, die Insel, die Musik und damals war Ibiza ja auch noch nicht ganz so der Sellout, wie es halt heute leider zum Teil ist. Dann wieder zu Hause habe ich irgendwie gedacht, da kam dann so diese Sehnsucht rein und diese Akkorde und als die Akkorde dann kamen, habe ich dann meinen Bruder geholt ins Studio und gesagt, improvisier mal was auf der Gitarre. Und dann spielte er im Grunde genommen ein dreiminütiges Solo. Dann habe ich mir das dreiminütige Solo genommen und habe die drei oder vier besten Passagen zusammengeschnitten. Und das war dann halt da 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 da. Und die drei Töne irgendwie, die waren es dann für mich. Ich habe gedacht, wow, das ist ja dermaßen klasse. Und er hat das so nie gespielt. Ich habe es mehr oder weniger so zusammengeschnitten. Und ich glaube, es war auf jeden Fall unsere beste Nummer, wenn nicht überhaupt meine schönste Trance-Nummer, die ich gemacht habe. Mit der meisten Sehnsucht und Emotionen. Da würde ich dir zustimmen. Thorsten, wir müssen jetzt ein bisschen hin und her machen, weil da waren ja so viele Projekte. DJ Sakin kam auch. Wie ist das zustande gekommen? Wie bist du auf Sakin gekommen als dein DJ-Produzent? Ich habe ja sehr viel Zeit gehabt und dadurch, dass ich nicht aufgelegt habe dass die Touring-Sache vom Anfang mit diversen Auftritten, das habe ich dann sehr stark eingeschränkt und ich habe mich auf Liquid Records, Crash Records, Blend Love konzentriert und dann die ganzen Produktionen draußen, hatte ich natürlich viel Zeit und ich wollte auch jeden Tag produzieren. Einfach, weil ich Lust hatte und habe dann den Sakin schon ungefähr 95, 96 mit aufgenommen. Und dann haben wir erstmal ein paar Sachen auf Bonsai Records gemacht damals und dann kam halt auf einmal die Braveheart-Idee und er kam auch an mit dem Film und hat gesagt, Thorsten, hör dir mal die Melodie an, die ist der absolute Kracher. Und ich habe die Melodie gehört und habe gedacht, das ist ja unglaublich geil. Und wir haben dann diesen Mix gemacht, Protect Your Mind genannt, veröffentlicht. Und als es dann so richtig gebrodelt hat, ganz besonders, ich habe das dann auch im Brodo X gesehen, in verschiedenen Läden, im Paramount Park und was weiß ich, wo man hier so hingegangen ist und Dorian Gray, wo die Nummer lief und hast die Reaktionen gesehen. Ich habe das erst gar nicht so ernst genommen, aber Sakin meinte dann, Thorsten, das ist mehr als... Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für ein Feedback bekomme auf den Titel. Die Leute fragen, jedes Mal fragen mich 20 Leute, was ist das für ein Track? Und das gleiche Potenzial wurde dann auch von unseren Freunden von Overdose erkannt. Und die haben dann gesagt, Thorsten, mach nochmal einen richtig knalligen Remix. Und dann haben wir einen Remix gemacht und meine alte Freundin Janet Taylor, die ich auch nächste Woche wieder sehe, mindestens 10 Jahren, hat die Vocals dazu beigesteuert. Und dann haben wir die Nummer produziert und noch während wir auf dem Weg zum Videodreh in damals Schottland waren, sind wir schon auf 21 eingestiegen in Deutschland. Das erste Mal so hoch und wussten gar nicht, was los ist und dann hat das einfach nur noch überall geknallt in ganz vielen Ländern. Thorsten, ich als Niete, als Produzent, ich kenne mich da nicht aus, wenn man den Track hört, also
das klingt nicht, als ob das wirklich die schwerste Arbeit ist als Produzent. Jamal Moore hat mir mal gesagt, ja, er hätte richtig geblutet bei Kaleidoscope Skies, dieser Track. War das auch so für dich? Oder also, dass es wirklich schwieriger war, wie es vielleicht klingt als Produzent, diese schöne Nummer hinzubekommen? Ja, ich meine, du darfst jetzt eine Sache nicht vergessen. Die ist ganz, glaube ich, auch entscheidend bei Braveheart. Bei dem Suspicious Remix, der ja quasi die Basis bildete für diese ganzen Erfolge in England, Deutschland und Frankreich und so weiter, wo wir überall Top Ten waren. Das war seit ganz, ganz, ganz langer Zeit der erste Track überhaupt, bei dem der Lead-Sound wieder getriggert wurde. Alle anderen wussten überhaupt nicht, was das ist. Und das kann ich heute wirklich uneingebildet sagen, dass die Lead-Melodie zerhackt wurde in das gab es Anfang der 90er, dann war das vollkommen in Vergessenheit geraten und niemand hätte das in dem Moment als Stilelement eingesetzt. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen in dem Minimalistischen und in der guten Idee lag auch der Erfolg, weil eben dieser Auftakt mit dem Trigger, der aus dem Nordlied einfach nur noch laut reinkam, das hat natürlich irgendwie für Aufsehen gesorgt in den Clubs und dann die eingängige Melodie, die komplett mitgespielt wurde von diesem eben Trigger-Sound. Trigger ist, mal kurz zur Erklärung für die Unwissenden, Trigger ist eigentlich ein Verfahren, wo ein durchgängiger Ton durch einen Kompressor zerhackstückt wird. Also ein Ton, der eigentlich macht, nachdem er getriggert wurde. Das ist, wenn der Kompressor ein Signal bekommt, dann macht er auf und zu und dann geht der Kanal auf und zu, auf und zu, auf und zu und das rhythmisch. So haben wir ganz am Anfang getriggert, später haben wir das über Volumes gemacht und so weiter. Das ist auch jetzt zu technisch, egal. Ich glaube auf jeden Fall, dass da die Innovation ein großer Teil des Erfolges war, warum diese Nummer so viel offene Ohren bekommen hat und die Leute gefragt haben, was ist das eigentlich? Die zweite Nummer, No Man's Land, wurde auch ein Riesenerfolg. Wie sehr hat die erste Platte dich ein bisschen inspiriert, diesen Weg zu gehen? Weil ich meine, du hattest einen guten Lauf mit Protect Your Mind und die zweite Nummer war ja auch ein Riesenerfolg. Ich meine, da hattest du es richtig gut drauf, da gerade, also diese zwei Tracks da hinzubekommen. Wir hatten natürlich nach der Braveheart direkt Nachahmer und danach kam also, nachdem Braveheart raus war und wie gesagt auch der getriggerte Sound ganz groß war auf einmal, gab es ungefähr 10, 15 Nachahmer, die sich auch irgendwelche Filmmusiken geschnappt haben und irgendwelche DJs, von denen ich noch nie gehört hatte, die haben dann auf einmal das Gleiche gemacht. Von daher wusste ich, wir haben natürlich nur begrenzt Zeit, um nochmal mit dem gleichen Effekt auf dem Lead-Sound eine Nummer nachzulegen, die aber auch eine richtig geile Melodie hat, also nicht wie eine Kopie von der ersten klingt. Und ich war seit jeher von der Fernsehserie Die Abenteuer des David Belfort ein Riesenfan. Ich bin quasi damit aufgewachsen, das habe ich immer geschaut. Und die Filmmusik ist natürlich sensationell und ich hatte die sofort im Ohr und habe gedacht, wenn wir die Nummer nachlegen, die ist erstens sehr unbekannt, zweitens aber ähnlich stark wie Braveheart. Und ich meine, wir haben es immerhin geschafft, damit auch nochmal einen guten Erfolg hinzulegen. Was sehr schwer war, wenn man so einen Knaller hat aus dem Nichts und so ein potenzielles One-Hit-Wonder ist. Thorsten, zu die Zeit kam auch On the Beach raus. Das war auch York, eine Coverversion von Chris Rea. Der fand die Nummer auch sehr gut. Wie wichtig war dieser Track? Weil das war, ich glaube, bis Nummer 4 in England gekommen. Das war ein Riesenhit. Ja. Und damals, ich glaube, Storm war auch Nummer 1 in England mit Time to Burn. Also es war nicht immer leicht, für deutsche Künstler in England einen Hit zu haben. Wie wichtig war dieser Track für weitere Kontakte in der Musikbranche für dich? Weil du bist ja dann irgendwann auch in die Popbranche reingekommen. Der war sehr wichtig, weil sehr viele englische Writer, auch Popwriter und so weiter, die haben den natürlich mitgekriegt. Und dann haben wir auch Gigs gemacht. Also wir sind zum Beispiel aufgetreten mit Chris Rea in Top of the Pops in London, in derselben Show, wo schon in den 60ern die Beatles gespielt haben. Und das hat natürlich, das haben viele gesehen und das hat einfach, das war schon so ein Türöffner. Dann quasi
kurz vorher Awakening, dazwischen Braveheart auf 3 in England. Das hat natürlich dann einen ganz schönen Bass gemacht und das war auch, muss ich sagen, eine Grundlage für sehr viele weitere Produktionen und Remixe, wie auch Moby Porcelain zum Beispiel. Das kam, glaube ich, auch durch den Bass und dass ich da die Möglichkeit hatte, den Mix für Moby zu machen. Thorsten, On the Beach wurde released auf Talas Label damals, Suck Me Plasma. Du hast auch damals die Night Shift produziert. Das war eine Hymne für eine der früheren Techno-Club-CDs, ich glaube, die Volume 4 war das. Wann hast du Tala das erste Mal getroffen und wie wichtig ist der oder war er auch für deine Karriere? Ich habe Tala das erste Mal getroffen, ja, so, ich würde sagen 96 ungefähr. Ja, es muss 96, 97 gewesen sein und Tala hatte damals natürlich sehr viele aktive Labels und war durch das Dorian Gray sehr aktiv im Trance-Bereich und dann natürlich ein idealer Labelpartner auch für mich. Und er hat auch immer ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, wenn was ein Hitpotenzial hatte. Und war, glaube ich, auch wirklich ein guter A&R. Also nicht nur ein amtlicher DJ, sondern durch die vielen Jahre, die er vorher schon Labels betrieben hat, Music Research in Bad Homburg und so weiter, hat er natürlich Erfahrung gehabt. Und ich glaube auch natürlich, dass durch sein Zutun das Ganze dann, durch sein Erkennen des Hits und die richtigen Wege, in die richtigen Wege schieben und Kanäle, hat das Ganze dann funktioniert. Thorsten, du hast eben schon Porcelain angesprochen, dein Remix für Moby. Hattest du damals mal Feedback vom Meister bekommen? Ja, klar. Ich habe ihn getroffen in England und da haben wir kurz gesprochen, dass er den Mix gut findet, aber seine Stimme scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich sie rausnehmen? Dann hat er gesagt, nee, ist schon gut, wir lassen die Stimme drin. Aber Moby mag ja seine Stimme gar nicht, das wusste ich nicht, weil ich fand eigentlich den Vocal ziemlich cool mit dem Vocoder drauf und so. Und dann hat er mir noch eine von den CDs, die ich mitgebracht hatte, von den Remix-CDs mit meinem Mix drauf, die hat er mir dann signiert und hat mir eine von seinen, er macht ja so Zeichentrickfiguren, hat mir eine von seinen Moby-Figuren drauf gemalt und ganz lieb noch was drauf geschrieben, thank you und so weiter. Also es war sehr nett, cooler Typ. Du hast 99 nach Ibiza gegangen und hast dann auch andere Art Musik produziert, du hast vorhin schon angesprochen, Simplomo, Paul Lomax, Chillout und auch Hausmusik. Reden wir über Chillout, du hast auch viele CDs produziert. War das schon immer so ein bisschen in deinem Blut oder kam das über Zeit, dass du dann in diese Schiene gegangen bist, Chillout-Musik zu machen auch? Also es ging natürlich auch schon über die Schiene, da hast du recht. Also es war auf jeden Fall so, dass durch Ibiza, durch Satrincha, durch die ganzen Beach-Sessions und ich habe auch diese Satrincha-CD produziert, ich habe die Kilometro Cinco-CDs produziert und dadurch hat man natürlich viel auch von diesem Ibiza-Chill-Sound, Café Del Mar mitgekriegt und das hat mich natürlich ganz stark beeinflusst, weil ich auch irgendwo nach gut 10, 12, 14 Jahren Clubmusik so ein bisschen was anderes gebraucht hatte, um mich mal ein bisschen zu entspannen und zurückzulehnen. Und da kam natürlich Chillout sehr gelegen und ich konnte abgesehen davon auch meine musikalischen Ideen so ein bisschen mehr ausbauen. Ein Trance-Track hat vielleicht 6 Akkorde oder 8 Akkorde. In einer Chill-Nummer kann man viel mehr unterbringen an musikalischen Ideen, weil es eben nicht für einen Club ist. Und kann super lange sein und mit verschiedensten Instrumenten. Das fand ich natürlich toll, weil es eine musikalisch große Freiheit bedeutet. Thorsten, Janet Taylor, die hast du eben schon angesprochen. Du hast schon über 1000 Credits, habe ich gesehen. Daher ist es vielleicht nicht immer leicht, dass du Erinnerungen an einen Track hast, was vielleicht nicht der größte Hit war. Aber ich habe dir das schon mal vor vielen Jahren in einem Interview gesagt, dass einer meiner Lieblingstracks ist Help Me A Lifetime. Ah, ja. Und das habe ich nur zufällig entdeckt, auf einer Compilation, auf diese Chillout da, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Die CD hatte ich. Und was für Erinnerungen hast du an diesen Track und wann hast du es zum letzten Mal gehört? Du siehst ja Janet Taylor ja bald. Also Miles, erstmal Kompliment, dass du den Titel ausgegraben hast. das ist für mich heute noch eine meiner wirklich favorite Chill-Nummern, weil die schwebt
einfach weg. Und Janet hat diesen Vocal da improvisiert, als sie in Ibiza war. Und ich habe die Nummer einfach geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe es auf verschiedene Compilations drauf gemacht. Und hätte ich die Vocals noch, gäbe es schon längst ein Rework 2014. Aber mach's bitte. Die Vocals sind weg. Wir müssten also alles nochmal neu aufnehmen. Und, ja, du siehst sie ja nächste Woche. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Das würde mich sehr freuen. So, Thorsten, wir kommen jetzt nochmal zurück zu Taucher. Der Sound hat sich ein bisschen verändert, dann so um den Millennium. Jetzt reden wir über sehr, sehr schöne Tracks wie Bizarre und Child of the Universe. Warum hat sich der Sound damals dann verändert? War das auch mehr von Taucher seiner Seite? Das hatte ich mir ein bisschen gedacht. Die Videos waren sehr geil gewesen. Also der Ralf da mit seinen langen Haaren und das waren tolle Videos. Also die Änderung kam schon mehr oder weniger von seiner Seite, weil er also weniger Trance machen wollte und er fand das irgendwie ein bisschen ermüdend nach den vielen Jahren. Er hat natürlich auch jedes Wochenende 3-4 Mal aufgelegt und abgefeiert in den Läden und für mich war das alles noch cool und ja, frischer und für ihn war es einfach, er wollte, war auf der Suche nach was Neuem, glaube ich. Und dann kam ja auch die Bizarre mit seinem Freund Pierre, der diese irren französischen Vocals geliefert hat. Saugeil. Das war also auch sensationell, was da rauskam und was er da spricht. Und ich hatte den Sound von der Bizarre, den hatte ich schon die ganze Zeit gesaved für uns. Der kam beim Remix zum Vorschein, als ich aus Versehen was falsch gedrückt hatte beim Nordlied. Das ist ein Synthesizer. Und dann hatte ich auf einmal, haben wir beide uns angeschaut und gesagt, der Sound ist ja der absolute Kracher. Dieses Dum, 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 was sich dann aufdreht bis ins Geisteskranke. Und habe ich dann auch gesaved, speziell für diese Nummer. Und als wir sie dann gemacht haben, war ja auch unser chartmäßig gesehen größter Erfolg, obwohl es eigentlich gar kein Trance war. Also die ging bis auf 32 und ich Platz 3 oder 4 in den Dance-Charts, also ziemlich weit hoch und hat richtig gut funktioniert, aber war überhaupt kein Trance. Es hatte eher was von Emanuel Top oder irgendwelchen mit diesen ja. 303-Geschichten drin und so. Also ganz und sehr hart und sehr böse. Währenddessen Child of the Universe wiederum so das Gegending war. Die war natürlich schon sehr transig, da hatte ich mich dann so ein bisschen mehr durchgesetzt. Ja, aber dann gleichzeitig und ein bisschen danach habt ihr Pictures of a Gallery ausgehauen. Das gehört auch zu meiner Top 3-4 Lieblingstracks von dir. Dieses Video ist geil. Und dann dieses Klaviersolo von dir, also das ist einfach gigantisch. Ja, das war auch wieder da. Da hattest du es wieder richtig in den Federn gehabt, oder? Also dieses, das war wirklich, da kann man sehen, dass du wirklich Songschreiber-Qualitäten hast, weil das ist für mich ein Masterpiece. Danke, danke. Die Pictures of a Gallery, da würde ich sagen, da habe ich mehr Einfluss wieder gehabt und Ralf konnte sich nicht wirklich anfreunden mit dem schnellen Piano da drin und er hat das auch immer so ein bisschen, er hat es dann hingenommen und hat es akzeptiert, weil ich darauf bestanden habe, weil ich gesagt habe, das ist geil, das ist anders, wir müssen mal was anderes machen, du willst was anderes machen, okay, jetzt machen wir was anderes. Und ich bin froh, dass ich mich durchgesetzt habe, weil ich auch heute das eines von den Stücken ist, wo ich sagen muss, das kommt auf jeden Fall. Wenn ich eine kleine Hall of Fame hätte, das würde da drin landen. In meiner eigenen persönlichen. Von meinen Sachen. Thorsten, also ich glaube, es ist keiner in der Szene, der Taucher so gut kennt wie du. 2002, auf einmal war Taucher weg wie ein Blitz. Also er war noch da, aber es war nicht mehr der Taucher, den wir kannten. Der war anders. Es kam sein Adult Music und das, was wir von Taucher über 7, 8 Jahre kannten, war nicht mehr da. Was ist da passiert? Der hat einmal im Monat im Webster Hall in New York aufgelegt. Also der hat rumgejettet, aber irgendwie war er nicht, also was ist da passiert mit Taucher? Also als DJ, dass dieses Projekt dann irgendwie zu Ende ging, oder? Also. Es ging leider zu Ende, weil der Graben wurde zu tief musikalisch. Ich konnte das dann irgendwann nicht mehr erfüllen, was er machen wollte und ich habe es auch nicht gefühlt, also nicht so sehr, wobei er da schon Gutes wollte und dieser sehr coole, progressive Sound, mir war das auch ein bisschen zu unmelodiös und es waren ja quasi keine Flächen erlaubt und somit ist das für mich schon mal
langweilig und keine Melodien, sondern es war ja einfach so dieses, da gab es ein Label Bad Rock Records, das waren dann 10 Minuten lange Nummern, einfach nur mit einer Bassline und Atmosphäre und einem Beat. Und mir war das zu langweilig, ganz ehrlich gesagt. Und Ralf wollte aber unbedingt diesen Schritt gehen. Wir haben lange diskutiert, das ging über Monate. Und ich habe ihn sehr oft angefleht und habe gesagt, bitte, 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 lass uns unseren Sound weiterentwickeln und nicht, geh nicht diesen Weg mit 124 BPM und super progressiver Bassline 10 Minuten. Weil ich habe das auch natürlich gemerkt, dass die Fans, die wir hatten bis dahin, es waren sehr viele, einfach super enttäuscht waren von dem Sound, da nichts mit anfangen konnten und auch nicht dazu tanzen konnten. Ich konnte auch nichts damit anfangen. Aber er hat darauf bestanden, ich habe mich da ausgeklinkt, habe gesagt, mach dein eigenes Ding, meine Warnung hast du. Vor 3 Wochen haben wir miteinander gesprochen und hat er mir gesagt, es war der Fehler meines Lebens. Also es hatte natürlich Konsequenzen, die er heute einsieht und auch bereut, aber jetzt ist es leider zu spät und die Zeit ist weitergelaufen und es lässt sich nicht mehr rückgängig machen. 2004 bist du mit DJ Shock zusammengekommen und hast seitdem immer mal wieder Sachen gemacht. Ich glaube auch Mandela Brothers. Das seid ihr, der kam mir mehr aus der kommerziellen Ecke. Wie seid ihr da zusammengekommen? Auch gerade, weil ich frage, weil er ist ziemlich kommerziell, was der produziert hat. Und wie seid ihr dann zusammengepasst? DJ Shock war so ein bisschen auch ein Fan natürlich aus damaligen Zeiten und ich habe ihn durch einen Bekannten kennengelernt in der Musikbranche, der Musikindustrie, also jemand von der Plattenfirma und irgendwie haben wir mal angefangen, ich wollte ja dann schon auch ab und zu mal eine Trance-Nummer machen, was Tranciges und er hat dann, fand gerade das geil und sein anderer Partner waren ja die Jungs von Cosmic Gate, die auch seine Sachen produziert haben, der Klaus und Klaus fand ich schon immer klasse. Und von daher habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch auch mal was irgendwie zusammen machen. Und dann ist auch noch Ibiza gekommen und dann haben wir angefangen, ab und zu in regelmäßigen Abständen was Tranciges zu machen. Ich habe immer versucht, dass es nicht zu kommerziell wird. Er ist natürlich, wie du schon sagst, sehr Mainstream-orientiert und ich habe da immer so ein bisschen dagegen gewirkt. Und da gibt es die eine oder andere, eigentlich finde ich auch ganz schöne Nummer, weil zum Beispiel diese Mandela Brothers, da gibt es 2, 3 recht schöne Tracks, wenn du die mal anhörst, die eigentlich auch nicht schlecht sind. Gibt es zum Beispiel auch einen tollen Duderstadt-Remix. Ja, ja, den komme ich gleich zu, den finde ich sehr gut. Ja. So 2007 kam der raus. Genau, den fand ich nämlich auch richtig schön. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wären diese Nummern nicht gewesen, die mich in der Zeit des Nicht-Trance-Produzierens oder Nicht-Club-Musik-Produzierens oder wenig, sagen wir mal, das hat mich irgendwie am Leben erhalten. Und als ich gemerkt habe, wow, die Holländer, die machen einfach das weiter, was wir aufgehört haben zu machen 2001. Eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Auf einmal heißt das, die Holländer haben das erfunden. Das hat mich natürlich ein bisschen gewurmt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist definitiv nicht so. Die haben das natürlich vorangetrieben und Deutschland hat sich nicht mehr dafür interessiert für Trance. Also kam dann dieser große Dutch Trance, diese Bewegung 2007 und das war für mich so ein Wake-up-Call, so ein Hallo, da geht wieder was und dann langsam habe ich wieder reingefunden. Ja, die Duderstadt-Remix, das ist die Sleepwalking. Genau. Jetzt kommen wir, wir haben hier noch einige Fragen, also, ja, ja. Vielleicht ein bisschen schneller antworten, dann kriegen wir noch alle Fragen. 2006 kam das Debütalbum von die finnische Sängerin Taija Turirien. Da hast du 5 Tracks beigesteuert, das war mehr Rockmusik. Was für eine Herausforderung war das für dich? Große Herausforderung, aber ja, einfach mal, wie gesagt, das war meine Trance-Club-Abstinenz. Und es war einfach interessant, mal was ganz was anderes zu machen. Es ging darum, eben Songs zu schreiben für eine Rockkünstlerin. Ich war natürlich, Gitarren kannte ich schon durch natürlich sehr softe und nette Gitarren, keine rockigen Gitarren, die eher wie Rammstein klingen. Aber von daher, ich bin Musiker, ich spiele Klavier, ich kann Harmonien, Akkorde spielen. Also ich kann durchaus in jeder Session sein,
und da musikalisch mich einbringen, auch wenn das keine Clubmusik ist. Und ja, das haben wir auf jeden Fall gut durchgezogen. Das Album hat dann sogar Gold gemacht. Und ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil das mein erster Erfolg in einem komplett anderen Genre war. Thorsten, du hast, wie gesagt, auch schon deine Gehversuche oder auch schon erfolgreich im Pop-Geschäft gearbeitet, wie ich schon vorhin erwähnt habe, Nelly Furtado und Jennifer Page, auch für andere Künstler gearbeitet. Was für Erfahrungen hast du im Pop-Geschäft gemacht und positiven, negativen Seiten? Also die ganze Nelly Furtado Los Angeles Connection war natürlich unglaublich lehrreich und es war toll, in den Studios zu arbeiten und so großartige amerikanische Popstars kennenzulernen. Das war auf jeden Fall irre und die Möglichkeiten, ich habe heute noch Nelly Furtado Nummern, die niemand kennt, nur ich oder Nelly Furtado oder Rick Knowles, der sie geschrieben hat, und von, das zieht sich auch über ganz andere Künstler. Ich habe da bei Joss Stone zum Beispiel mitgearbeitet, Nelly Furtado. Ich habe bei All Saints auf dem Album, das kam dann auch raus, ist aber kein großer Erfolg gewesen, habe ich auch was beigesteuert. Dann habe ich damals bei, die erste britische Girlband, wie hießen sie doch gleich? Die Spice Girls, genau, da habe ich auch mitgearbeitet. An dem Revival-Album. Alles so Sachen, die, es war irre. Einfach so A-Liga-Popmusik da mitmachen zu können. Und das hat mich natürlich auch beeinflusst, ganz klar. Fields of Love, schon sehr lange her, 2000 mit ATB gemacht. ATB produziert auch sehr schöne Chill-Out-Tracks. Ist das einer, der auch mal in Richtung Filmbereich gehen könnte? Ja, mit Sicherheit. Klar, André auf jeden Fall. Also das ist, wir sind ja auch jetzt so lange Jahre befreundet und wir haben jetzt, ich habe ja auf seinem neuen Album auch wieder einen Titel mit ihm gemacht. Und Yes zusammen. Also ist es auf jeden Fall jemand, der Potenzial hat und der durchgehend eigentlich auch seinem Sound treu geblieben ist und auch nach einer kleinen Ruhepause dann weitergemacht hat und jetzt einfach wirklich weit oben ist. Und ich habe ihn auch gesehen, wie ATB zum Beispiel in Amerika ankommt. Das ist unglaublich. Der spielt also Riesentouren und füllt große Hallen. Und ist also ein ganz, ganz, ganz super erfolgreicher deutscher Producer und DJ im Ausland. Filmmusik hast du auch schon einiges gemacht, Fire oder Memoirs of the Blue. Was ist die größte Herausforderung, Filmmusik zu machen? Ich liebe Filmmusik. Ich habe jetzt gerade wieder einen neuen Film angefangen und ich habe zwei Filme, die ich gerne machen würde. Die Herausforderung ist natürlich ein Bild zu sehen und das Bild musikalisch zu untermalen. Aber da habe ich irgendwie auch ein ganz gutes Händchen, das gelingt mir ganz gut. Ich hoffe, dass ich da noch mehr machen kann, wobei das sehr, sehr schwer ist, weil im Grunde genommen die Regisseure, das ist eine brutale Vetternwirtschaft. Ich habe ja durch Taya Turun einen kleinen Einblick gehabt, wie es bei Hans Zimmer im Studio zugeht in Los Angeles. Dort wurden nämlich die Streicher aufgenommen für das Album, für das Winterstorm-Album, wo ich 5 Titel beigesteuert hatte. Von daher dürfte ich da so ein bisschen was erfahren und sehen und was hinter den Kulissen passiert. Das ist ein sehr, sehr hartes Geschäft und sehr ellenbogenorientiert. Und da kann man eigentlich nur durch die Seitentür reinkommen, aber ich würde gerne mehr Filmmusik machen, ganz klar. Thorsten, 2012 kam endlich wieder ein York-Album, Islander. Wie ist York jetzt anders als damals 1998? Also es ist natürlich viel reifer geworden. Das ist, finde ich, zum Teil eher anspruchsvollerer Sound, weniger Club-orientiert, ganz klar. Aber mehr Kopfhörer auf, Augen zu und wegfliegen und träumen von Inseln und Sonne und Strand und da, wo wir halt gerade sind. Thorsten, du hast auf Islander mit vielen Künstlern gearbeitet, unter anderem auch mit The Thrill Seeker Steve Hellstrip. Wer ist eigentlich kritischer im Studio? Er oder du? Er. Steve ist einer der größten Präzisionsfrickler, den ich jemals kennengelernt habe, und ich liebe Thrill Seekers. Synesthesia ist für mich wahrscheinlich eine der größten Club- und Trance-Nummern, die jemals gemacht wurden. Also es mir jagt heute noch die Gänsehaut über den Rücken, wenn ich die Nummer höre. Ist auch einer meiner All-Time-Favorites und von daher war es auch ein Traum, mit ihm mal was zusammen zu machen. Aber er ist ein ganz großer Präzisions-Engineer und Musiker. Ganz, ganz große in der Trance-Szene. Thorsten, mein Lieblingsstück ist Touched by God auf die neue York Islander Album.
Wo bist du eigentlich auf Antigua am meisten touched by God? Touched by God handelt ja davon, ich habe da eine sehr, sehr interessante lokale Sängerin auf dem Titel. Der Titel handelt ja davon, dass man durch die Natur und durch alles, was ich mal als Gott bezeichnen würde, die Einflüsse, die Schönheit, das Meer, die Sterne, der Himmel, das Meeresrauschen, alles das berührt mich und, glaube ich, viele Menschen auf der Welt. Und in dem Moment, das war auch irgendwie die Inspiration für den Titel, das war einfach diese unglaubliche Schönheit und die Sehnsucht. Und das wollten wir damit ausdrücken, dass die Musik, egal was passiert, das ist das, was uns berührt und das ist Gott gleich. Unglaublicher, schöner, melodiöser Track. Thorsten, mit was für Träumen hast du noch als Künstler? Du hast schon so viel gemacht. Kannst du noch viel, noch lange arbeiten? Was willst du noch alles machen? Ich habe schon natürlich noch Träume, ganz klar. Was ich noch machen möchte, ich möchte eigentlich ganz gern die Chance haben, weiter das zu tun, was ich bisher gemacht habe, und ganz insbesondere auch als einer meiner Schwerpunkte York als Projekt weiterhin aufbauen und die Fanbase erweitern. Sie wächst stetig und es passiert immer mehr. Das ist also eines meiner ganz großen Ziele. Ich spiele jetzt auch das erste Mal auf einer anderen Insel, auf Jamaica, was ja durch Reggae eher berühmt geworden ist. Und ich spiele halt dann Clubmusik und das, was mir gefällt, auf dem Strand in Jamaica. Und das finde ich also ganz klasse, dass ich jetzt in der Karibik wirken kann und kann da also den Einfluss reinbringen aus Europa und unserer Kultur. Das ist also richtig klasse. Da würde ich mich freuen, wenn da noch mehr geht. Definitiv. Einfach, weil es auch Spaß macht und nach den vielen Jahren immer hinter den Reglern sitzen und nie die Früchte ernten dürfen, die DJs ernten durften, mit denen ich zusammengearbeitet habe, nämlich unsere Nummern spielen und sich freuen, wie die Leute dazu feiern. Das ist nämlich eigentlich das Größte für mich, zu sehen, dass Leute Spaß haben und dass ihnen was gefällt und dass sie mir Geschichten erzählen, wenn ich irgendwas spiele und danach sagen, wow, mit der Nummer verbinde ich dieses und jenes. Das ist halt das Größte. Und das zu erleben, indem ich selbst auflege, das macht natürlich richtig Spaß. Und da finde ich immer mehr Gefallen dran und ich hoffe, dass ich das mehr machen kann. Ein paar Fragen haben wir noch. Du hast ja natürlich viele Leute hier gesehen. Du hast auch vor ein paar Wochen warst du im Studio. Das erste Mal seit 1997 mit Taucher Ralf Beck und mit Ingo Kunzi. Tandu, Eiler, können wir eine neue Eiler erwarten? Und was für andere Sachen kommen jetzt demnächst in den nächsten Monaten von dir auf den Markt? Also wir können auf jeden Fall eine neue Kollaboration zwischen Eiler, Taucher und York erwarten. Da sind wir auch schon ziemlich weit gekommen. Und es wird allerdings ein bisschen anders. Also es ist kein Trance zum Beispiel. Es ist auch Clubmusik. Es ist eher ein bisschen poppiger, würde ich mal sagen, aber sehr cool und sehr schön. Da arbeiten wir schon seit letztem Jahr dran und ich habe einfach jetzt auch meinen Aufenthalt hier mal genutzt, um mit den Jungs ins Studio zu gehen und wieder die treibende Kraft zu sein, dass das auch jetzt passiert, fertig wird und rauskommt. Und sieht gut aus, sind einige Titel zustande gekommen und ein bisschen erwachsenerer Sound natürlich als früher. Also du kannst jetzt keinen Eiler 2015 im gleichen Soundgewand erwarten. Wir sind alle älter. Es klingt natürlich schon ein bisschen anders. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und schön. Also das ist auf jeden Fall geplant für dieses Jahr. Dann habe ich noch einen neuen Release mit Kai Tressit, den ich plane. Und dann habe ich eine Kollaboration mit Rank One, die in den Startlöchern ist. Dann habe ich noch was mit Tala in Planung. Also es geht munter weiter. Ja, das hören wir gerne. Thorsten, deine älteste Tochter, Jamie Lou, scheint eine sehr begnadete Sängerin zu sein. Aus deiner Sicht, wie wird ihr Weg gehen? Wird die vielleicht später mal in die Musik
Musikbranche richtig einsteigen? Ich meine, die ist ja erst 12, die ist noch sehr jung. Du bist sicherlich ein sehr stolzer Papa, aber wie siehst du das alles, eine Tochter zu haben, die auch singen kann? Also das ist natürlich ein bisschen zwiespältig gewesen am Anfang, weil sie hat, ich habe es das erste Mal bei mir im Studio gehört und war einfach wirklich sprachlos, weil dieser kleine Körper, dieser kleine zierliche Mensch, der so eine erwachsene Stimme hat und meine Frau singt ja auch, die singt ja auch unter dem Pseudonym Ascheni auf verschiedensten Produktionen. Ja, habe ich schon gesehen. Genau. Jetzt weiß ich, wer Ascheni ist. Genau, das ist in der Familie sozusagen. Aber meine Tochter Jamie hat einfach eine wahnsinns erwachsene Stimme und ich habe sie natürlich auch öfter schon gefragt, und möchtest du das machen oder wie sieht das aus? Hast du da Interesse? Und sie ist auf jeden Fall mit Feuer und Flamme Sängerin. Singt jeden Tag mehrere Stunden und schreibt ihre ersten Songs, die erstaunlich gut sind, weil sie natürlich komplett englischsprachig aufwächst und Deutsch mit einem amerikanischen Akzent spricht. Ich denke, da bahnt sich definitiv was an und wahrscheinlich sogar eher, als ich denke oder wir denken, weil das einfach jetzt schon eine Dynamik annimmt, die erstaunlich ist. So, Thorsten, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Zwei Fragen habe ich noch. Und ich komme jetzt leider nicht auf den Begriff in Deutsch, aber im Englisch heißt es, wie in der Mathematik, Thorsten squared, also wie die Nummer und ein kleines 2 oben. Wie sagt man das in Deutsch? Im Quadrat heißt ja, das, glaube ich. Ja. Thorsten im Quadrat. Also wenn ich das sage, dann kann ich nur sagen Thorsten Fenzler und Thorsten Stenzel, weil ihr habt beide den gleichen Vornamen und habt wirklich beide super, super Sachen gemacht. Wenn ihr mal was zusammen gemacht hättet, wie hätten das geklungen? Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Du hast ja gesagt, du hast jemanden getroffen. Ihr habt aber nichts gemacht, was dann irgendwo liegen geblieben war oder wie war das damals? Und wenn ihr was gemacht hättet, wie hätten wir das dann gehört? Also Thorsten Fenzler, wie gesagt, ist für mich einer der Pioniere, ganz klar. Und es war ein liebenswerter Mensch und hat ganz super viel für die Szene hier getan. Und ich hätte natürlich alles dafür gegeben, mit ihm zusammen zu produzieren. Aber es war in dieser Zeit, da war er mit Peter Zweier und seinem, den ich ja später auch kennengelernt, wir haben auch zusammen was gemacht. Und Alexander Abraham und so dieser ganzen Clique. Die waren dann natürlich so als Darmstadter Team so in ihren eigenen Gefilden unterwegs. Also wir mussten, obwohl wir uns gut verstanden haben und alles positiv war, waren wir nicht auf dem gleichen Level in dem Moment, produktionsmäßig. Also Thorsten war uns dann natürlich voraus, durch das Alter, durch Erfahrungen, durch alles Mögliche. Und wir haben dann aber massiv aufgeholt. Nur leider durfte er das nicht mehr miterleben und wir konnten es ihm nicht mehr zeigen, weil er dann halt leider gestorben ist. Und wie das geklungen hätte, das hätte auf jeden Fall, ich glaube, dass Thorsten auch einen Sinn hatte für coolere Clubmusik, die er auch gemacht hat damals schon. Ich denke da an Sachen wie Abfahrt zum Beispiel, Alone, war für mich noch heute einer der ganz großen Nummern. Also düsterer Progressive Trance könnte man das wahrscheinlich heutzutage nennen. Weit seiner Zeit voraus, sensationell. Und auch das Abfahrt-Label im generell fand ich klasse. Culture Beat natürlich super erfolgreich, aber sehr kommerziell. Ganz klar, super Hits, mega, aber nicht meine Baustelle musikalisch gesehen. Also wenn wir was gemacht hätten, TM Quadrat, dann wäre das wahrscheinlich eher so in dem alten Sound gewesen. Und die Running? Ganz klar, mega Favorit auch. Running kam ja nach der Alone und hat fast noch eins draufgesetzt, kann man sagen. Ja. Okay, Thorsten, jetzt sind wir zum Ende gekommen und der liebe Schwan hier neben uns hat es auch ausgehalten irgendwie, uns das Gequatsche hier zu hören. Aber es ist immer schwierig, eine letzte Frage zu kommen. Mir ist einfach aufgefallen, weil ich hatte gehofft, dass wir jetzt hier irgendwie hier am Main sitzen würden. Wenn der Ralf jetzt hier spontan rüberkommen würde, also der Taucher jetzt, in einen Taucheranzug und hat noch einen extra Taucheranzug für dich dabei und sagt, ey Thorsten, wir springen jetzt mal hier rein. Wer taucht am schnellsten zum anderen Ufer?
Also ich tauche auf jeden Fall am schnellsten zum anderen Ufer. Weil ich ein bisschen mehr im Training bin, würde ich mal sagen. Ich glaube, Ralf hat sehr lange nicht getaucht. Und ich bin das letzte Mal vor ungefähr fünf Monaten getaucht. Ja, genau. Du bist ja auf Antigua und da bist du ja sehr oft im Wasser, oder? Ja, genau. Deswegen, ich bin jetzt kein Riesentaucher und bin auch ein Angstschisser. Und wenn dann wie letztes Mal ein großer Hai unterwegs ist, dann bin ich dann schon mal etwas schneller am Atmen. Aber ich habe doch ein bisschen mehr Übung, einfach weil ich halt im Wasser bin und öfters tauchen gehe. Okay, Thorsten, dann im Namen von Trinity TV möchten wir uns herzlich bedanken, dass du Zeit genommen hast, in deinen Urlaub hier in Deutschland für uns so viel Zeit zu verbringen. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast und auch danke für die tolle Musik über 20 Jahre und mach weiter so, bring wieder die nächsten geilen Sachen raus. Vielen Dank für das Interview. Alles klar, danke.